Kapitel 6, unter dem Schutz der Aegleien. Und wir sind schon wieder im hellblauen Bereich angekommen. Schon wieder Level 25. Deswegen war es gut, dass ich doch einiges an Leveln Vorsprung hatte. Ich konnte Radagast im Süden aufspüren und habe dort Freunde getroffen. Die Aegleien, die sich in den Ruinen der einsamen Lande niedergelassen haben. Sie sind ein ruhiges und zurückgezogenes Volk, die sich aus der Gesellschaft zugunsten eines einfachen Lebens hier draußen zurückgezogen haben. Die wenigen, die sich in zivilisiertere Gegenden der Welt vorwagen, sind immer noch anders als die meisten Leute, denen ihr jemals begegnet seid. Aus diesem Grund sind sie gegenüber allen, die den Kontakt mit ihnen oder ihren Verbündeten suchen, sehr misstrauisch. Und anscheinend hat sich Radagast ihre Hilfe gesichert. Nicht erst jetzt, sondern schon vor langer Zeit. Ich fürchte, ihr werdet euch das Recht verdienen müssen, mit Radagast zu sprechen. Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Mein Pferd wird euch nach Südosten zur verlassenen Herberge bringen. Dort solltet ihr mit Garderic Munk sprechen. Er wird euren Namen kennen. Alles Gute, Aegir. Sprecht mit Garderic Munk in der verlassenen Herberge. Das ist aber Südwesten und nicht Südosten, muss ich mal so sagen, ne? Also ich weiß nicht, mit Ost und West habt ihr es offenbar nicht so, denn das ist definitiv Südwesten. Aber wir nehmen das Angebot gleich mal wahr. Was kann ich für euch tun? Und brechen zur verlassenen Herberge auf. So, dann müssen wir nicht selber reiten. Ich kann mal wieder hier die... Ach, das ist eine schnelle Reise. Alles klar. Wenn das so ist, dann mache ich das wieder an. So, mit der schnellen Reise sind wir jetzt an der verlassenen Herberge angekommen. Das ist auf der Ost-West-Straße übrigens auch ein Punkt, der quasi die Grenze zwischen den verlassenen Landen und Breland beschreibt. Die verlassene Herberge ist eigentlich unglaublich cool. Es ist schön, dass wir hier noch herkommen. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir dieses Mini-Zwischenquest noch haben. Denn die sieht einfach spitze aus, finde ich. Hier im Hintergrund sehen wir sogar noch die Wetterspitze. Die ist ja doch ein Stück weg. Also wir sehen jetzt, ist es ein bisschen klarer, die Nacht, ne? Und dann kann man auch ein ganzes Stück weiter sehen. Und, ich finde die verlassene Herberge so cool, weil die diesen unglaublich coolen Knick im Giebel hat. Beziehungsweise, da fehlt ein Stück im Giebel. Und, die ist... sowas von ranzig und abgebrochen, das ist einfach nicht mehr feierlich. Hier gibt's aber auch, ich weiß gar nicht, was das für eine ist, ich glaube, die gibt einem keinen Quest. Hier gibt's aber auch wirklich Leute, die quasi Aussteiger sind. Also hier, Vagabunden haben wir hier, Herberge übernachten. Mit denen können wir auch kurz sprechen. Dieser Ort ist voller zielloser Leute und ich bin vermutlich einer davon. Die sind halt einfach Aussteiger. Und haben sich sehr gemütlich gemacht. Sie stellen ein Problem dar. Doch nachdem ihr nun nicht schlug. Ja, darum habe ich mich schon gekümmert. Hier gibt es also auch ganz viele Nebenaufträge, die ich alle schon abgearbeitet habe. Die einzigen, die jetzt hier noch verfügbar sind, sind Jagdaufträge. Und Jagdaufträge sind wiederholbare Aufgaben. Davon hat hier hinten Jeva Grimlinja eine. Oder Liva, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Die Waage werden es sich gut überlegen, bevor sie die Kleinen noch einmal. Und auch Garderic Munk hat so einen Jagdauftrag. Aber wir sind ja hier für das Hauptquest. Könnt ihr mich denn nicht meinem Elend überlassen? Kandaif ist ein guter Mann, der etwas riskiert hat, als er uns versprach, dass wir euch trauen können. Für ihn und unsere lange Freundschaft mit ihm hoffe ich, dass ihr das Risiko wert seid. Wir sind ein einfaches Volk, das außerhalb der Gesellschaft bleiben will. Aber es gibt Anstrengungen, die alle unternehmen müssen, um zu überleben. Wir möchten euch um Hilfe bitten, damit ihr beweisen könnt, dass ihr es wert seid. Sucht in der verlassenen Herberge oder im Lager in Nine Anith einen Vertreter der Aegleien und sprecht mit ihm. So, das können wir gleich bei ihm wieder machen. Wunderbar. Oh, weh mir. Ihr habt lange gekämpft und wir sind euch dankbar für alles, was ihr getan habt. Anscheinend habt ihr nur die besten Absichten gegenüber unserem Volk. Dafür werden wir euch euren Wunsch erfüllen. Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Und damit kommen wir zu Kapitel 7, Radagast der Braune. Ihr wart sehr geduldig, Aegir. Ihr müsst verstehen, dass wir zurückgezogene Leute sind. Unsere Freunde bedeuten uns viel und wir halten sie so gut beschützt, wie wir nur können. Radagast ist ein solcher Freund und er ist auf Geheiß unseres Anführers hier, um uns bei einem Schrecken zu helfen, der aus einem langen Schlummer erwacht. Er hat sich in der Feste Guth niedergelassen, dem Ort, den wir unser Heim nennen. Ihr dürft gerne die Reise nach Osten auf euch nehmen. Die Ruine befindet sich im nördlichen... befindet sich nördlich der großen Oststraße, bevor die Straße sich durch den nördlichen und südlichen Sumpf schlängelt. Sucht im Turm nach Radagast. Vielleicht gibt es einen Weg, auf dem ihr ihm ebenso helfen könnt, wie er zweifellos euch helfen wird. Sprecht mit Radagast dem Braunen in seinem Turm innerhalb der Feste Gurut. Und schon sind wir bei Level 27, also das ist wirklich gut gewesen, dass ich so einen großen Sprung vorher gemacht habe.
So, also wie gesagt, das ist jetzt bloß noch ein Jagdauftrag, den es hier gibt. Der ist uninteressant. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir zu Radagast aufbrechen. Ich könnte jetzt, wenn ich wollte, den Führer zur Feste Gurut benutzen. Den habe ich mir schon erworben. Und zwar gab es dort einen Auftrag nur für Jäger, der ziemlich billig war eigentlich. Also es war nur eine ganz kurze Angelegenheit. Deswegen habe ich es mir gespart, den jetzt hier mit ins Let's Play reinzunehmen. Für den habe ich aber als Belohnung... Was bist du denn für einer? Ah, eine Hobbitine, die irgendwie wie ein Kasper gekleidet ist. Der Auftrag war nicht weiter wert, den hiermit zu zeigen, aber was wichtig ist, ich habe dafür den Führer zur Feste Gurut bekommen, mit dem ich halt unbegrenzt immer wieder sofort aufbrechen kann. Aber ich will euch natürlich auch ein bisschen von den einsamen Landen zeigen, deswegen reiten wir jetzt mal auf der großen Ost-West-Straße hier lang. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ich mache mal hier wieder aus. Solange wir uns an der Straße orientieren, sollte das passen. So, da haben wir nochmal die Wetterspitze. Auf dieser Wetterspitze... Was war das denn? Was bist du für eine Klasse? Moment, das muss ich jetzt mal kurz ergründen. Was ist die denn? Eine Bardin? Was war denn das für ein komischer Knallpuff-Peng hier? Ach, ich weiß es nicht. So, ja, auf der Wetterspitze gab es ja den Angriff der Nazgul, den ich schon beschrieben habe. Daraufhin wurde, oder während des Angriffs wurde Frodo von der Morgulklinge gestochen. Und Aragorn ist daraufhin erstmal verschwunden. Er ist nicht getürmt, sondern er hat sich sofort auf die Suche nach Königskraut begeben, nach Attilas. Und das Problem ist, das wächst hier kaum, weil es hier, ja, weiß ich nicht, hier wächst generell nicht viel. Und das Glück ist für Aragorn gewesen, beziehungsweise eher für Frodo, weil er dadurch länger überleben konnte, dass das ja alles arnorisches Gebiet ist und deswegen auch hier mal Königskraut angebaut wurde. Und irgendwo hier im Süden, südlich der Wetterspitze, hat Aragorn letztendlich dann Attilas gefunden und ist damit zurückgekehrt, um... Moment, jetzt muss ich mal gucken, was gerade verfallen ist. Anzapfen? Was auch immer, ich weiß es nicht. Ja, um Frodo dann zu versorgen, damit er länger durchhält. Der hat übrigens sehr lange durchgehalten. Ich glaube, 2 Wochen waren das gewesen, die noch zu Fuß dann unterwegs waren bis Bruchtal. So lange ist es zwar stets immer schlechter um ihn geworden, um seine Gesundheit, aber er hat so lange durchgehalten. Hatte ich ja schon mal erwähnt, glaube ich. Ja, und hier drüben, da ist auch noch ein Lager der Eglein, in dem man Aufträge machen kann. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Ah, okay, die Lederschulterstücke der Macht, die sind, glaube ich, sowieso nichts. Nee, die waren nichts von Interesse gewesen für uns. Ich schaue trotzdem mal kurz in die Zwischenablage. Okay, jetzt ist alles erstmal. Das hat jetzt erstmal Zeit, alles. Bis dahin sind wir schon lange bei der Feste Gurut, glücklicherweise. Ich finde, die sieht cool aus, die Wetterspitze. Die haben sie schon schön gemacht. So, und wir sehen ein sehr bergiges und zerklüftetes Gebiet mit sehr vielen Ruinen. Also hier drüben gibt es auch schon wieder Ruinen. Ich glaube, in den Ruinen haben sich Halborks niedergelassen. Hier drüben übrigens auch im Norden. Ich reite mal kurz um den Luchs herum. Genau, und hier gibt es einen ziemlich prickelnden Auftrag, bei dem ich übrigens auch fast gestorben bin. Ich habe es bis auf 31 Lebenspunkte runtergeschafft. Ist das hier? Ich glaube schon, ne? In der Halborg-Festung muss man einen umbringen, der heißt Hontimurz. Ist ein Halborg, der an sich nicht schwer ist. Der hat aber 4 Begleiter um sich herum. Die zwar alle bloß einen grünen Rahmen haben, aber es sind 4 Begleiter, die auf dich noch mit einprügeln. Und das ist unglaublich heftig. Vor allen Dingen, wenn du keine Flächenangriffe hast, die mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Und so ist das als Jäger nun mal. So, hier oben, das ist die Spinnenecke, wenn ich mich nicht ganz doll irre. Also hier gibt es ein großes Spinnennest. Und hier sind halt so verschiedene Gebiete, in denen verschiedene Gegnerklassen lauern. Hier haben wir auch ein paar Waage rumstehen. So, und damit... So, hier drüben gibt es dann nochmal Orks, glaube ich. Und damit kommen wir gleich an den Punkt, den ich als den schönsten im ganzen Spiel für mich auserkoren habe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der Nacht so gut zur Geltung kommt. Müssen wir mal schauen. Jetzt wäre natürlich die Karte günstig, um zu wissen, ob das schon hier ist. Aber ich glaube schon, hier drüben ist nämlich die Feste Gurut schon. Genau hier. Ja doch, man sieht es ganz gut. Ich glaube, bei Tageslicht sieht es noch ein bisschen schöner aus. Aber diese Tümpel hier, die finde ich so unglaublich schön vom Farbenspiel her. Also diese hier mit der Ruine, die hier so ein bisschen überflutet wurde, dieser anorischen Ruine.
Das ist eigentlich mein absoluter Lieblingsplatz, weil man hat so ein mediterranes Flair. Jetzt natürlich in der Nacht sieht man es noch nicht ganz so stark. Man hat eine schöne alte Ruine. Ich finde das hier lustig, das sieht aus wie Tannenbäume. Ein unglaublich cool aussehendes Wasser. Also es sieht so richtig frisch aus. Ich weiß auch nicht, was sie mit dem gemacht haben. Und vor allen Dingen hat man auch seine Ruhe hier an dem Ort. Also ich finde das hier wunderschön. Ich weiß auch nicht. Das ist wirklich mein Lieblingsort im ganzen Spiel, der mir richtig gut gefällt. Ich kann auch mal kurz auf die Karte schauen. Das ist also gleich hier neben dem Stallmeister zur Feste Gurut. Wenn wir gleich da sind, lasse ich das jetzt auch gleich an. Es gibt hier generell schöne Farbenspiele und schöne Spiele mit der Vegetation auch. Das werden wir noch sehen jetzt gleich in ein paar Aufgaben, die es hier noch gibt in den einsamen Landen. Und zwar werden wir gleich einen Sumpf betreten, der ein bisschen anders aussieht. Und wir werden einen Sumpf noch sehen. Ich schicke ungern Leute weg, aber wenn ihr hier Ärger macht, dann müsst ihr euch verabschieden. Was ist denn los? Warum so pampig? Ich habe noch nichts gemacht, also reg dich nicht auf. Und wir werden einen Sumpf betreten, der wie ein Sumpf aussieht. Und zwar wie ein etwas hübscher Sumpf. Mit eurer Hilfe haben wir endlich Verbündete im Kampf gegen den Schatten gewonnen. Ja, bei dem habe ich schon einiges an Aufgaben hier gemacht. Ich danke euch, Aegir. Friedrich der Älteste hat übrigens bereits... Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Der hätte übrigens schon das Vorwort für Buch 3 hier bei sich. Aber das wollen wir natürlich noch nicht machen. Wir wollen erstmal Buch 2 abschließen, bevor wir uns der ganzen Sache widmen. Und wir gehen direkt durch hier in die innere Feste, denn dort wartet... Nein, ich will mal ganz kurz hier noch... Ihnen kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Ja, ihr habe ich beim Schlafen geholfen, weil ich ein paar Käfer getötet habe, die ihr im Schlaf erschienen sind immer. Ich werde versuchen, euch zu helfen. Ist eine ganz nervöse Person. So, ich werde aber erstmal ganz kurz hier meinen ganzen Kram verkaufen. Denn wir haben doch einiges hier an Zeug im Inventar jetzt gerade in der Zwischenablage. So, halt die robusten Felle. Ach nee, sind normale Felle. Okay, die können bleiben, die brauche ich nicht mehr. Robuste Felle hätte ich mir zurückgekauft, aber stimmt, davon in dem Gebiet sind sie noch normal. Die Holzstreitkolben behalte ich mal. Halt, nein, nicht den Drechsler-Dingens verkaufen. Das Drechsler-Zeug bleibt auch da. Die Holzstreitkolben behalte ich deshalb, weil ich damit noch ein paar... kleine Erfahrungspunkte, ein paar Erfahrungspünktchen gut machen kann, indem ich diese Sammelquests erfülle, die es ja an allen Orten immer mal gibt. So, das kann direkt weg, das habe ich schon gelernt. Schwere zweihändige Eschenkeule, gut, das brauche ich jetzt eigentlich sowieso nicht mehr. Die Eschen-Sachen, die sind ja alle so für Level, weiß ich nicht, was ist das, 15 oder sowas in der Drehe, 15 bis 20. Das nützt uns also sowieso nichts mehr. Wenn, dann brauchen wir schon Zeug aus Eibenholz. Das ist ja die dritte Handwerksstufe. Aber einfach der Vollständigkeit halber. Und hier haben wir unseren Freund Radagast den Braunen. Der sieht nicht ganz so verrückt aus, wie das in den Hobbit-Filmen der Fall ist. Aber ich mag ihn. Also das war auch die erste Form, wie ich Radagast kennengelernt habe. Ich habe das Buch, als ich 12 war, das erste Mal gelesen und jetzt gerade lese ich es zum zweiten Mal wieder. Ich konnte mich nicht mal daran erinnern, wer Radagast ist, beziehungsweise, dass er vorkommt mit irgendwie im Buch. Der wird auch nur erwähnt von Gandalf und im Hobbit kommt er eigentlich gar nicht vor. Den haben sie eigentlich nur als Jux und Tollerei dort mit eingebaut, glaube ich. Und, zugegebenermaßen nicht ganz unpassend mit eingebettet. Haben sie nicht schlecht gemacht. Und so habe ich Radagast aber zum ersten Mal gesehen. Mensch, dreh dich doch mal ein bisschen hier. Ist halt doof, weil der Tisch dazwischen ist, ist ja doch ein Stück weit weg. Also das war das erste Bild, das ich von Radagast gewonnen habe. Und ich mag ihn so eigentlich fast noch mehr als den verrückten Typen aus den Hobbit-Filmen. So, und ich mag ihn total, weil er halt... Er ist eine besondere Art von Magier, aber darauf kann ich später mal eingehen. Warum seid ihr hierher gekommen? Erstmal reden wir mit ihm über die Sache mit Ivar. Die Kleinen haben euch hineingelassen, was? Ich habe euch eigentlich schon eher erwartet. Ihr habt euch in der Tat Zeit gelassen. Ich habe gehört, ihr habt etwas auf der Wetterspitze gefunden? Dieser Reiberdruck. Ich bin mir fast sicher, dass dies eine G-Rune ist. Ein oft von Gandalf dem Grauen, einem Zauberer meines Ranges, benutztes Zeichen. Ich würde vermuten, diese drei Linien bedeuten, dass er sich am 3. Oktober... also noch vor wenigen Tagen auf dem Amonstuhl aufhielt. Also doch der 3. Oktober. Ich habe ebenfalls den Blitz auf der Wetterspitze bemerkt und fürchte, dass Gandalf dort auf Ärger gestoßen ist. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit wir in Sarnfurt auseinandergingen.
Daher kann ich euch nicht mehr über ihn oder seine Reisen erzählen. Über diesen Ort hier kann ich euch jedoch vieles erzählen. Doch nur weniges davon ergibt einen Sinn. So, wir schauen mal. Ist das nützlich für uns? Naja, Macht brauchen wir eigentlich nicht. Ich will eigentlich nicht auf die Beweglichkeit verzichten. Die Handschuhe sind auch nicht nützlich. Dann nehmen wir mal hier die Virtuosenrüstung. Werdet ihr mir helfen? Und schauen uns das gleich mal an. Das Land selbst wendet sich gegen uns und ich weiß nicht warum. Sogar die Hirten sind nur noch pervertierte Schatten ihrer selbst. Mit Hirten meine ich die Sumpfschleiche, die sich um die Bäume kümmern. Wenn ich herausfinden kann, was die Hirten pervertiert hat, kann ich vielleicht auch feststellen, wodurch das Land verdorben wird. Bringt mir das Moos, mit dem sie ihre Nester polstern. Sie halten sich in der Regel im Sumpf östlich von hier auf. Denkt daran, ich möchte nicht, dass den Hirten ein Leid geschieht, ganz egal, wie verwirrt sie auch scheinen mögen. Sie sind unschuldige Opfer der Verderbtheit und sind sich des Schadens, den sie anrichten, nicht bewusst. Okay. Ja, hier gibt es auch andere Leute ab und zu mal. Level 34, okay. Dann lassen wir Radagast hier mal stehen und kümmern uns um die Nester der Sumpfschleicher. Das ist mit Hirten gemeint. Die Sumpfschleicher sind interessante Gestalten. So, aber verlieren wir mal ein paar Worte zu Radagast. Radagast wird wirklich nur im Herrn der Ringe erwähnt, und zwar von Gandalf wird er erwähnt. Und zwar hat Gandalf, das hatte ich ja schon mal erwähnt, sich mit Radagast getroffen, bevor er zu Saruman aufgebrochen ist. Und hat zu Radagast gesagt, wenn du irgendwas Komisches siehst, schick mal einen Boten zu Saruman. Weil der ja der Chef unseres Ordens ist. Zu dem Zeitpunkt wusste er ja noch nicht, dass Saruman sie verraten hat. Und das hat ihm ja den Hintern gerettet. Das ist die einzige Stelle, an der Radagast erwähnt wird. Was er danach macht und wo er hingeht, wird nicht gesagt. So, ich kümmere mich mal kurz um die Krähe. So, wunderbar. Und wir sehen, das ist der eine Sumpf, den ich meinte. Und zwar der, der nicht wirklich wie ein Sumpf aussieht. Denn dieser Ort, ja, der sieht aus, als ob er gefüllt wäre mit Blut. Was ich ein ziemlich cooles Farbenspiel finde. Also das sieht richtig gut aus. Das zieht sich auch noch weiter nach Norden hin. Also hier nach Norden, da kommt dann Argamaur heißt das dann, das Gebiet. Das ist komplett verderbt und dort gibt es auch die Festung Garth Agaven. Und dort zieht sich der Sumpf weiter und es ist alles wie, als ob es mit Blut gefüllt wäre. Also das haben sie richtig cool gemacht, die Gegend. So, der Sumpfschleicher, das ist hier, das ist mit Hirten gemeint. Denen sollen wir ja eigentlich nichts tun. Wäre jetzt aber auch nicht schlimm, wenn wir den töten würden. Und diese Nester sind von Interesse. Das Moos daraus sollen wir uns holen. So, den Norbok lasse ich mal außen vor. Das Sumpfschleichernest. So, hier haben wir das erste. Mal schauen, wie lange das jetzt dauert. Die sind halt ein bisschen verteilt hier in der Gegend. Und hier sehen wir das. Das sieht richtig cool aus mit diesem blutigen Sumpf, in dem wir hier rumwarten können. Also ich muss sagen, ich mag die einsamen Lande von der Landschaftsgestaltung her total. Das ist richtig gut gelungen, das Gebiet. Und es ist auch ziemlich abwechslungsreich, muss ich sagen. Auch wenn es halt öde Lande sind eigentlich. Ich muss sagen, die sind richtig abwechslungsreich gestaltet und auch ziemlich liebevoll. Ich könnte mich sogar erdreisten zu sagen, das ist mein Lieblingsgebiet im ganzen Spiel. Ja, schon. Ich glaube schon. Also ich mag die wirklich sehr, die einsamen Lande. So, schwimmen wir mal eine Runde. Ich muss sagen, von der Umgebung her, also von den Quests her, würde ich das nicht behaupten, dass es mein Lieblingsgebiet ist, weil ganz einfach hier oben die Ecke Garth Agaven nervig ist. Die ist sehr nervig. Dort hat man natürlich nichts zu tun und hat nie seine Ruhe. Das Problem dort ist nämlich, dass vor allem dann die Festung, Garth Agaven, die Festung, ist für Gefährtengruppen ausgelegt. Da kann man alleine nicht weit kommen. Dort wird einem echter Arsch aufgerissen, wenn man alleine hingeht. Und auch das restliche Gebiet, das außerhalb der Festung Garth Agaven ist, also Argamaur, ist nicht ohne. Da hat man auch ganz schön zu tun. Also es geht schon, aber dort sollte man sich nicht einfach hinstellen und eine Weile abwesend sein. Sonst kann man schnell mal, also ja, da kann man schnell mal getötet werden, wenn man einfach nur in der Gegend rumsteht.
So, da drüben haben wir das 9. Nest. Dann müssen wir nur noch kurz auf dem Radar schauen, wo das 10. ist. Dann haben wir das auch schon erledigt und können zu Radagast zurückkehren. So, schauen wir mal. Weiter westlich von uns. Ich lasse den Schleicher stehen. Ich mach's mal so, wie Radagast das wollte und füge niemandem ein Leid zu. Ja, Radagast ist insofern eine ganz interessante Persönlichkeit unter den Zauberern, weil er nicht den Auftrag verfolgt, den er eigentlich verfolgen soll, sondern für sich seine eigene Bestimmung findet. Und es ist ja so, es gab 5 Zauberer, die losgeschickt wurden. Das sind eigentlich Maia. Also die Maia sind ja quasi die niederen Götter. Und die wurden von den Valar losgeschickt nach Mittelerde, um die freien Völker, ich nehme jetzt übrigens mal gleich den Führer zur Feste Gurut, um die freien Völker im Kampf gegen Sauron zu unterstützen. Und haben dazu eine sterbliche Hülle zur Verfügung gestellt bekommen, in Form von alten Männern eben. Und damit haben sie auch, also man muss auch sagen, wenn man den Vergleich zwischen Gandalf und Sauron zum Beispiel sieht, warum Gandalf viel schwächer ist als Sauron, wobei man das am Ende, wenn der Gandalf der Weiße ist, kann man das gar nicht mehr so unbedingt sagen. Das liegt auch daran, dass er eine sterbliche Hülle hat. Und damit limitieren die sich ja selbst in ihren Kräften. Außerdem mussten sie versprechen, niemandem ein Leid zuzufügen und ihre Macht nicht unbedacht einzusetzen. Also sie dürfen eigentlich niemanden mit ihrer Macht unterdrücken und deswegen limitieren sie sich auch selbst in ihren Möglichkeiten. Der steht ja immer noch hier. Naja. Bevor ich aber weiter drüber rede, erstmal mit Radagast gesprochen. Wie ich sehe, seid ihr zurückgekehrt. Ausgezeichnet. Dieses Moos wird mir helfen, zu verstehen, auf welche Weise das Böse den Rotsumpf verdirbt. Dies ist nur der erste Schritt, um festzustellen, was dafür verantwortlich ist, dass die Hirten so verwirrt und unvernünftig geworden sind. Es gibt noch sehr viel mehr zu tun und es wird nicht einfach sein. Der Gestank des Todes. Dieses Moos riecht nach Tod, so als wäre es in einem alten Grab gepflückt worden. Dieser Gestank nach Verwesung und Übel ist keines natürlichen Ursprungs. Ich bin überzeugt, da stecken die Unholde dahinter. Unholde bestehen aus den Knochen der Toten, die von den grausamen Geistern aus Angmar und Rudaur in Bewegung gesetzt wurden. Nach den Kriegen, die hier vor langer Zeit stattgefunden haben, kann man in Haragmar genauso viele Untote finden, wie in den Hügelgräberhöhen im Westen. Kehrt nach Haragmar, dem Sumpfgebiet im Osten, zurück und vernichtet diese elenden Kreaturen. Wenn dort Unholde umgehen, dann ist zu befürchten, dass auch noch andere grausame Kreaturen den Sumpf heimsuchen. Im Moment braucht ihr euch allerdings nur um die Unholde zu kümmern. Gut, auf geht's! Und damit ein paar weitere Worte zu den, wie heißen sie denn? Zu den Zauberern verloren. Ich komme gerade nicht auf das Wort. Wie heißen die denn, Mensch? Istari, natürlich, die Istari. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Also Istari, das ist die Bezeichnung für die Zauberer eigentlich. Und die Istari sind 5 an der Zahl. Da gibt es einmal Saruman, der als der Chef auserkoren wurde. Gandalf, der kein Chef sein möchte. Ganz bewusst. Radagast, den wir hier sehen. Und dann gibt es noch die 2 blauen Zauberer. Es ist ja so, Saruman ist ja der Weiße. Gandalf der Graue. Saruman der... Saruman sage ich. Der Radagast ist der Braune. Und dann gibt es 2 blaue Zauberer. Die heißen... ich habe den Namen vergessen. Alatar und... Pal... Irgendwas mit Pal. Ich habe es leider vergessen. Also auf jeden Fall ist der eine Alatar und der andere heißt Pal irgendwas. Habe ich leider vergessen, weiß ich nicht mehr. Und über die ist so gut wie nichts bekannt. Die sind mit Saruman gen Osten gegangen. Also alle Istari sind um 1500, drittes Zeitalter, losgeschickt worden nach Mittelerde. Also es ist ungefähr 1500 Jahre her, dass die hier angekommen sind. Natürlich sind sie schon viel älter, weil sie vorher schon als Maia in Valinor gelebt haben, aber sind erst 1500 Jahre lang in Mittelerde unterwegs. Und ja, also die 2 Blauen sind mit Saruman zusammen gen Osten gezogen und danach wurde nichts mehr von denen bekannt. Die sind nie wiedergekehrt und haben nie mehr irgendwie Meldung gemacht. Also vielleicht haben sie überlebt, vielleicht haben sie auch eine eigene Bestimmung gefunden, vielleicht wurden sie vernichtet, man weiß es nicht genau.
da kann man auch schöne Fanfictions drüber schreiben, weil das halt ein komplett offenes Gebiet ist und Tolkien hat generell dem Osten Mittelerdes gar keine Fürsorge gewidmet sozusagen. Also der hat ihn nicht interessiert. Er hat die Geschichte im Westen verfolgt um den Ringkrieg und das war's. Wer war denn hier gerade versteckt? Ich weiß es nicht. So, wir suchen weiter nach Untoten. Weiter im Osten gibt es ganz viele Untote, aber ich will gleich die hier auf dem Weg noch mitnehmen. Ja genau, und Saruman, über den wissen wir ja, der ist gefallen. Der hat sich vom Bösen beeinflussen lassen über die Zeit, weil mit ihm auch das Problem war, er war auch derjenige, der dafür zuständig war, sich mit der Ringkunde zu beschäftigen und mit den Waffen des Bösen zu beschäftigen. Er hat also am meisten Einfühlungsvermögen für die bösen Künste gehabt quasi. Und das war auch der Grund, warum er am Ende verdorben wurde. Und damit ist er... Oh nein, ich habe den Frosch getötet, ich böse. Das wollte ich gar nicht. Damit ist er am Ende quasi verdorben worden und ist dem Bösen anheimgefallen. Und ja, Gandalf, wissen wir, der hat Erfolg gehabt. Der hat dabei geholfen, Sauron zu stürzen. Das ist ja die Hauptaufgabe gewesen, weshalb die überhaupt erst hingebracht wurden. Radagast hat sich von seiner Hauptaufgabe einfach abgewandt, weil Radagast sehr der Natur und den Tieren verbunden war. Und die hat er zu schützen versucht und er hat sich letztendlich vollkommen darauf konzentriert und hat sich abgeschottet und hat nur noch dieser Aufgabe gefrönt. Und seine eigentliche Aufgabe, wegen der er hergebracht wurde, oder hergeschickt wurde nach Mittelerde, nämlich Sauron zu stürzen, die hat er aus den Augen verloren letztendlich. Er hat immer mal ein bisschen Gandalf unterstützt, aber das war es auch. Also, deswegen hat er aus den Augen der Valar quasi auch einen Fehlschlag gehabt. Hat seine Aufgabe nicht erfüllt, aber er hat sich halt seine eigene Aufgabe selbst gesucht und da muss man ihm Respekt zollen für sozusagen. Ne? Also, das musste auch erstmal machen. Den Valar quasi zu sagen, nö, ich mache eure Aufgabe nicht weiter. Und ey, jetzt hast du mir meinen Kill geklaut hier gerade. Und deswegen, Radagast ist auch nie mehr nach Valinor in die Westlande zurückgekehrt. Weil er eben keinen Erfolg hatte. Und, also, je nachdem wie man es sehen will, aus der Sicht der Valar hat er halt keinen Erfolg. Und er ist für immer in Mittelerde geblieben. Er hat halt seine Bestimmung hier gefunden. So, und jetzt haben wir ihn halt mal an unserer Seite, um hier den Kampf gegen das Böse mit zu vollziehen. Er war ja nicht ganz nutzlos, muss man sagen, im Kampf gegen das Böse. Also er hat ja schon immer mal mitgeholfen. Aber er hat halt nicht primär seine Aufgaben danach ausgerichtet, wirklich Sauron zu stürzen und eine Möglichkeit zu finden, Sauron aufzuhalten. So. Wir sind ja schon relativ weit, wir haben schon 11 von 15. Nandelu ist auch ein Gebiet, in dem war ich jetzt schon. Das ist komplett von Untoten überrannt. Und hier will man nicht sein. Das ist echt unschön, das Gebiet. Hier gibt es wirklich ganz viele Untote, die einem kackbratzig kommen können. So, mal kurz wieder den Fokus aufgeladen. Den Fokus aufgeladen? Ach, ich drücke mal auf die falsche Taste, Mensch. So. Und da haben wir auch schon 13 von 15. Das läuft. Wir müssen bloß schauen, hier rennen noch ein bisschen stärkere Gegner rum. Das sind die Arithmanen. Die sind von ähnlicher Art wie Ivar. Also Ivar ist auch ein Arithmanenfürst. Das sind quasi die, die die Untoten hier heraufbeschwören. Es sind auch Untote, aber es sind quasi die Beschwörungsmeister. Wenn man so will. So. Bitte einmal nachgeladen hier den Fokus. Und dann haben wir hier den letzten geile Speier, den wir uns holen. Ach nee, da laufe ich mal weg kurz. Das sind mir einfach zu viele. Also ich könnte es vielleicht hinkriegen, aber das muss jetzt gerade nicht sein. Vor allem mit dem Arithmanen, weil die Arithmanen, die haben einen roten Rahmen. Den müssen wir uns gleich noch widmen. Das wird unangenehmst. Ja, das wird nicht schön. Ihr könnt mich dann auch so langsam in Ruhe lassen. Dankeschön. So, dann nehmen wir uns halt den hier draußen. Dann machen wir das halt nicht in Nandelu selbst, sondern machen wir das vor den Toren von Nandelu.
Problem gelöst. Und zurück zur Feste Gurut.